Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht heute eine komplett andere Folge. Und zwar heute Böllern aus dem Pilotenkoffer. So, jetzt wollen wir mal den Koffer hier öffnen. Alles richtig hochwertig hier. So, und dann schauen wir mal, was sich in dem Koffer alles befindet. Wow, ein ganzer Koffer, Pilotenkoffer, voller Feuerwerk. Scream Rocket 2. Scream Rocket 2 3 Stage. Triller-Rakete hier von Funke. Dann die alten Katan Super 2 Böller. Dann haben wir hier Funke B-Böller. Funke Super 2. C-Böller von Funke. Pureland BKS 1 und BKS Alpha. Dann haben wir hier das Explode Smokebird, 3 Stück. Thunder Booster D. Wir haben hier Power Split, das ist ein Rauch. Nochmal Funke Super 2, Funke D. Dann hier die alten Katan, die neuen Katan B-Böller, die nicht so gut waren. Dann hier Single Shots, Nico Flashbang, die Pyromax Thunder Airbomb, Macht 2 Jugendfeuerwerk. Dann hier Herlat Scream Rock, Herlat Blitzis, das ist so ein Whistle-Rohr. Dann hier Three Stepper von Zena. P1 Chiarappa Pyronion Schallerzeuger. Cobra 1, Cobra 2, auch P1. Dann hier Nico Flashbang, Pyromax von der Airbomb nochmal. Dann hier einen Zeus, auch P1. Einen kleinen aufsteigenden Wirbel. Dann haben wir hier nochmal diese B-Böller von Katan. Die neuen, dann Explode. Storm, auch mega cooler Wirbel. Und hier ein Thundercracker D von Funke. So Freunde, alles ist ausgepackt und zündbereit. Jetzt geht's also los und ich würde sagen, wir fangen an mit Explode Storm. So, weiter geht es mit den Katan B-Böllern. Wow, die sind gar nicht mal so schlecht. Gleich mal 2 Stück. Nächster Artikel, und zwar haben wir hier die Jackie Chans von Leslie. Nächster Artikel ist Macht 2, das ist so ein kleines Jugendfeuerwerk, Five Fontaine. Nächster Artikel, was nehmen wir jetzt? Ich würde sagen Explode Smokebird. Quatsch, Explode Crackling Bird. So, und gleich noch 2 Stück hinterher. Als nächstes gibt es mal diese Thunder Airbomb von Pyromax gegen die Nico Flashbang. Thunder Airbomb Pyromax
Nico Flashbang. Hier machen wir erstmal ein Flashbang. Wirklich sehr, sehr stark. Richtiger, schöner Artikel. Und jetzt noch zwei Pyromax von der Airbomb. So, was sagt ihr, Nico Flashbang oder doch lieber Pyromax von der Airbomb? Also diese Teile hier von der Airbomb waren wirklich extrem stark. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir mal die C-Böller von Funke. Ja, die sind schon echt richtig, richtig stark. So, und die letzten zwei noch. Weiter geht's mit Böllern. Jetzt machen wir die Panda Booster D. Also erstmal ein und dann mal ein paar mehr. Die sind gar nicht mal so schlecht, muss ich echt zugeben. Nicht schlecht, diese Böller. So, weiter geht's. Ich würde sagen, jetzt erstmal ein bisschen Beruhigung hier reinbringen. Ein schön lila Rauch. Hierzu brauchen wir natürlich kein Feuerzeug. Einfach den Ring wieder nehmen und behutsam ziehen. Unfassbar die Rauchentwicklung, ihr könnt das sehen hier. Wahnsinn. Weiter geht es. Ich würde sagen, jetzt mal eine Pfeiffontäne mit Crackling. Sina 3-Stepper, 3-Stufen Pfeiffer. Jetzt würde ich sagen, nächster Artikel sind diese Böller hier. Zweimal Funke Super 2, einmal Funke D und einmal Katan Super 2. Der erste ist der Funke D. Oh, sind die stark, diese Böller. Alter Schwede. Super 2. Ach du Kacke, was war das denn? Für eine Charge, unfassbar. Meine Güte, die hatten Druck wie die Hölle. Und jetzt noch den Katan Super 2. Der ist wieder ausgegangen. Die gehen halt immer aus, wenn man die auf die Zündschnur schmeißt.
So, übrig ist jetzt noch Sina Blitzis, dann einmal B-Böller haben wir noch, Cobra 2, Cobra 1 Zeus, Chiarapa Pyronion, Thundercracker D von Funke, Pyronion Alpha, Pyroland BKS Alpha und BKS 1, Super 2, haben wir hier noch drei Stück von Katan, die guten, und dann haben wir hier noch drei Raketen. Ich würde jetzt sagen, beginnen wir mal mit diesen Sina Blitzis. So, da geht gleich der Fuß ab hier. Dann haben wir hier noch Funke B-Böller. Erstmal einen. Der ist wiederum ausgegangen. Ich hasse diese Zündschnur. Vielleicht mal noch einen. Und jetzt gleich mal so einen schönen Kreis noch von den Böllern. Naja, ist jetzt kein guter Kreis geworden, aber... So, was ist jetzt hier noch übrig? Und einmal noch Super 2 von Katan. Diese drei Böller, Pyroland. Fangen wir an mit den Super Böllern 2 von Katan. Zwei letzten dieser Sorte. Jetzt sind wir fast am Ende. Ihr seht es, nicht mehr viel übrig. Jetzt kommen diese Pyroland Single Shots. Einmal Pyroland BKS Alpha. Normalen BKS. Jetzt nähert sich langsam die Böllertour dem Ende. Ich habe hier noch einen Thundercracker D von Funke, Pyronion Schallerzeuger P1, Cobra 2, Cobra 1 Zeus und zwei Funke-Raketen Scream Rocket 2. Anfangen tun wir hier mit diesen Zeus, Cobra 1, Cobra 2. Jetzt noch ein Cobra 1. So, jetzt Cobra 2. Und die letzten zwei Böller. Der ist wieder ausgegangen. Und jetzt, Freunde, Pyro-Union, Schallerzeuger P1.
einfach nur übel krass, die Teile. Und jetzt die drei letzten Raketen. Ja, Freunde, ich habe sogar noch einen Raketenständer aufgetrieben hier. Aus dem Gebüsch. So, dann werden wir jetzt die drei Raketen noch zünden. Thriller, 3-Stufen-Rakete. Scream Rocket 2 3-Stage. Und ein normaler Scream Rocket 2. Fang an mit der Scream Rocket 2. Jetzt Scream Rocket 2 3-Stage. Und jetzt die letzte Rakete, 3-Stufen Thriller-Rakete. Ich hoffe, euch hat dieser Teil gefallen mit diesem Pilotenkoffer hier. Wir bauen mal was anderes halt und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas haltet, so quasi verrückte Ideen, Böllern aus dem Pilotenkoffer. Ob ihr sowas weiterhin sehen wollt oder auch nicht, einfach mal in die Kommentare drücken.